Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trackmania 2020 und heute mal Online-Maps. Ihr seht schon, ich habe hier schon mal eine persönliche Bestzeit gesetzt. Die war auch bestimmt sicherlich not bad, aber geht bestimmt immer mehr. Der Trick hier ist, man muss die Kurve einigermaßen sick bekommen. Habe ich jetzt nicht so geil bekommen. Eigentlich könnte ich schon resetten. Mache ich jetzt aber nicht. Ich fahre einfach mal eine Zeit und zeige euch einfach mal die Map. Wir fahren hier halt auf dem Online-Surfer und das sind von Mr. Leck, sind das halt ein paar Maps, ne? Geile, kurze Maps, nicht allzu kompliziert für jeden schaffbar. Und wir sind hier 31 Spieler, jetzt wieder 27, okay. Und jetzt fahren wir mal hier so ein bisschen, ne? Von Mr. Leck's Collection. Ein paar Maps kenne ich schon, aber da habe ich gesehen, da war ein bisschen mehr. Und sie haben mich wieder gefällt. Da musste halt von außen nach innen, der ja so richtig schön zick durch. Aber da fehlt einfach nur der Skill manchmal bei mir. Okay, wir sind gut auf den Fersen meiner persönlichen Bestzeit. Uff, schon wieder ein bisschen nicht so geil, aber I guess schneller als meine andere Zeit. Okay, das Gras noch ein bisschen mitgenommen, auch nicht so gut. Zweiter, ja, den Brasilianer können wir eigentlich noch kriegen, wenn wir mal ein bisschen besser fahren, so wie meine persönliche Bestzeit halt. Boah, das war sick. Das war gut. Jetzt hier mal kurz konzentrieren. Ah, fast. 30,9, okay, das ist eine stabile Zeit. Das ist unser Konkurrent da, der Brasilianer hier. Der Boy. Okay, hier einfach, glaube ich, gerade halten ist vielleicht das Beste. Oh my world, wieder gefailt. Lost. Egal, nächster Versuch. Nächster Versuch. Nach rechts, zack, bisschen spät wieder eingelenkt. Passt schon. Das Wichtigste auf der Strecke ist halt eh dieser Turn hier. Es war schon besser, aber geht halt noch besser, wie man sieht, bei meiner persönlichen Bestzeit. Aber es ist eine Verbesserung im Vergleich zu meiner... Oh mein Gott, das war nicht so geil. Da habe ich Zeit verloren, jetzt lost. 30,91 immerhin den Brasilianer geschlagen, aber da geht auch noch so viel mehr. So viel mehr geht da noch. Gibt sicherlich noch irgendeine Linie, die ich noch gar nicht gefahren bin. Ah, fuck. Das Gras zu sehr geküsst. Shit. Egal, Dude. Wir geben nicht auf. Weiter geht's. Oh mein Gott, da bin ich schon geschleudert. Ist das actually der Play? Neo Drifting? Maybe. Unser Platz 1 ist auf jeden Fall nicht sicher. Sind wir schneller oder was? Nicht wirklich. Können aber die Kurve hier besser nehmen. Okay, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ah, doch. Noch mal ein bisschen verbessert. Aber Digga, meine Zeit ist echt nicht gut. Da geht so viel mehr. Muss einmal richtig gut fahren und dann ist sick. Wieso schleudere ich denn nicht? Das schafft man schon noch irgendwie. Digga, ich bin so lost, wie ich da lang fahre. Einfach nur lost. Würde mich nicht wundern, wenn ich hier noch geschlagen werde. Vom Platz 1 weg. Das würde mich jetzt echt nicht super mega wundern. Oh, Digga. Das war zu scharf. Vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter links springe, dann komme ich da auch rum. Aber ich muss halt driften.
Das ist gut. Nee, das ist scheiße. Lost. Ein Versuch haben wir noch, vielleicht zwei, wenn wir jetzt Fan direkt am Anfang. Aber tun wir nicht, also es ist unser letzter Versuch, I guess. Oh, ich komme da einfach nicht rum. Jetzt dachte ich, wir schaffen es mit Neo-Drifting, aber... Na, RIP. Ich glaube, du kannst aber mit Vollgas durchballern, da musst du aber richtig präzise wieder fahren. Und schlägt mich noch jemand? Der DDR-14-Brasilianer? Sieht nicht so aus. Anscheinend erster Platz gesichert. Also ich meine, die Zeit ist okay, aber geht besser. Weißt du, Rocket Move hat das Spiel gewonnen. Auf entspannt. Easy. So, neue Map, neues Glück. Ihr seht auch hier, bin ich schon mal gefahren. Also ich kenne die natürlich schon, aber trotzdem. Geht ja auch immer um den Sieg. Und immer noch von Mr. Lex Collection. Das ist auch eine ziemlich gute Map. Kannst du viel optimieren und rausholen, wenn du richtig fährst. Hier kann ich euch als Tipp geben, hier kann man Vollgas durchfahren. Das Tricky ist dann diese Kurve. Dude, da war es noch gar nicht schlecht. Ja, okay. Ich habe die Map auch schon ein bisschen vergessen, muss ich zugeben. Ich sollte mir die eigentlich nochmal eben schnell anschauen. Schon wieder ein bisschen her, wo ich den Rekord hier gemacht habe. Oh, Digga, so eng, so knapp diese Kurve da zu bekommen. So close, dude. So close. Ja, da seht ihr, wie ich damals gefahren bin. Hier auch fast die Wand geknutscht, aber ist noch fein. Sind jetzt ein bisschen hinterher. Da unserer persönlichen Bestzeit. Okay, hier auch gut gefailt. Passt schon. Und rein ins Glück. Ist okay, aber man sieht, an der persönlichen Bestzeit, da geht sicherlich mehr. Zack. Hier einfach mit Vollgas durchballern. Easy Clip. Ah, diese Kurve ist so hart. Die kannst du aber safe Vollgas nehmen. Du musst sie nur richtig positionieren. Einen richtigen Winkel finden. Und dann... Okay, das war Bad Winkel. Zu spät eingelenkt. Lost. Alrighty. Ah, auch wieder ein bisschen zu viel wahrscheinlich nachgelassen. Ich weiß auch nicht, wie man diese Kurve fährt. Wahrscheinlich lieber nicht voll inne, sondern außen mehr. Dass du besser ins Rallye-Biom kommst. Probably. Ah, das war ziemlich nice. Ah, sehen wir eine an. Das ist schon besser. Aber gut, jetzt habe ich Speed von, ne? Okay. Vielleicht doch nicht besser, du. Oh, da kommt jemand bad auf. Holy fuck, war ich da fast unterwegs. Oh mein Gott, dort. Irgend so ein Loch geknutscht. So eine Kacke. Naja, was soll's. Weiter. Ach, meine Güte. Wir sind echt nicht safe mit der Zeit. Wir haben gerade Glück, dass so viele... Ich will nicht sagen schlechte Spiele, aber nicht solche guten gerade draußen. Oh mein Gott, viel zu spät gelenkt, irgendwie lost. Komplett lost, okay, die fliegen auch irgendwie. Strange. Hier habe ich noch Probleme, ne? Irgendwie. Okay, dafür bin ich jetzt hier ein bisschen besser gefahren. Holy fuck. Ah, ist immer schneller, ne? Sind nicht schnell. Digga, ich bin. Hab irgendwie Speed verloren. Ich glaube, mein Motor war kurz aus. Das war irgendwie strange.
Sonst hätte ich mir eine neue Bestzeit aufgestellt. Das wäre geil gewesen. Hier immer ein bisschen lupfen. Okay, ist das gut hier, wenn man so fliegt? Ne, lost. Das war so. Jo, der Franzose ist ein Gamer. Ja, ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Dafür bin ich irgendwie gerade zu bad für die Map. Aber das ist eine krasse Zeit. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel gebremst. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Alter, ich bin so kacke. Fuck. Egal, tut nicht aufgeben, weitermachen. Okay, kannst du vergessen, nicht gedriftet, lost. Digga, aber wie ich hier immer schneller bin, was habe ich denn da bitte getan? Oh, das war ziemlich nice. Nur hier komme ich dann so weit raus und dann verliere ich auch irgendwie Speed. OMG. Okay, eine Zeit schaffen wir noch. Jetzt müssen wir aber echt schnell sein. Okay, jetzt Hochkonzentration. Ach, fuck. Mann. Das ist eigentlich so eine nice Strecke. Wieso habe ich denn vorhin ja Speed verloren? Ach, weil ich da drauf gekommen bin. Wie kann das eigentlich passieren? Aber ich glaube, selbst da haben wir die Zeit nicht besser gewonnen. Naja, egal. GG hier an T. Springfield. Dude. Hat er gut gemacht. Und ich würde sagen, das war's auch schon von der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Like da. Könnt gerne Mitglied werden für 1,99 € im Monat, um mich noch mehr zu supporten, ne? Abonnieren nicht vergessen und ja, macht euch noch einen schönen Tag, haut rein, ciao ciao und bis zum nächsten Mal.